Go, Digi Digi Super Anfang. Hole. Hallo und willkommen zurück zur Höhlentour, bla bla. Zur Höhle in Ark. Geil. Wir machen Lava-Höhle. Diesmal von Anfang an. Mein Gott, ist das hier heiß. Letztes Mal war Eishöhlen, jetzt haben wir Lavahöhle. Da kommen Freunde. Hier drin gibt es übrigens keine Krabbelboys. Okay. Ein Schuss, ein Treffer. Jetzt bist du mir. Huh! Hast du Glück gehabt, Peter, Alter. Ich wollte gerade abdrücken und dann springst du davor. Haha. Du bist eingeklebt. Nicht jeder hat seinen Fetisch. Touché. Mach hier kein Was King geht denn Shaming. hier ab? Sind das Dilos? Ernsthaft? Ja, hier gibt's hier. Aber warum? Das ist ja so die Mega-Diva-Föhle. Alter, das ist hier voll mit Viecher. Oh, wie viele Fledermäuse dann noch kommen. Oh Junge, das sieht mir stark aus wie Mega Raby Party. Ja, steig einfach nicht vom Mount. Kriegst trotzdem Mega Rabies. Die Chance ist nur geringer. Da ist die Chance auch erschwindend gering, du. In der letzten Höhle, wo wir waren, hatte ich Mega Rabies und Schildermäuse bekommen. Ey, ich auch heute, war ich nicht auf dem Mount. Die Spinne seilt sich vor mir ab, kriegt einen Schlag und stirbt. Geht's da rechts weiter? Da rechts ist auf jeden Fall Loot Drop. Jo, da geh ich hin. Oh, jetzt, wo ich mich um diese scheiß Flederbäuse kümmere, um an den Loot Drop zu kommen, ne? Jetzt kenne ich das Gefühl. Ich hab Mega Babys. Geil. Und ich bin nicht abgemountet. Ich glaube euch das schon, wenn ihr sagt, das ist, ne? Und wie gesagt, ich hatte das bisher noch nie. Jetzt, wo man Mega Waves hat, kann ich natürlich nicht rüberspringen, ne? Ne, dann kriegst du es auch. Was Tolles drin? Ein gelber Dödikus-Sattel und ein gelber. Simple Shotgun Blueprint. Hier geht's langsam vorwärts, ich sehe schon. Ja, Rico kann nicht so schnell. Ist schon immer ein bisschen älter. Ich war gerade eingespinnwebt. Ich weiß. Wir hatten hinten noch einen anderen Weg, ne? Hattet ihr? Ja. Ja, es gibt keine Map auf der Wiki hierfür, also. Ist ja auch ganz cool so. Ja, eben. Statt nur, dass du das hier halt auch mit Grappling Hooks rushen könntest. Ich lasse euch meinen Vortritt.
Ach du Scheiße. Das ist auf jeden Fall Spaß. Ich schätze mal, da lässt man sich ab oder so mit Grappling Hooks. Könnte man wahrscheinlich. Du könntest wahrscheinlich auch nach da links rüber. Oder nach da unten. Also unten sieht auf jeden Fall aus, als wäre da eine Explorer Note. Ja. Sehr wahrscheinlich. Vor allem auch sehr hell. Hier, die ganzen Viecher mit dem Knockback wäre gefährlich gewesen. Komm auf Mobile, weil Lava killt instant auf Mobile. Ich finde es interessant, dass es auf Mobile läuft. Geh weg von mir, geh weg von mir, geh weg von mir. Ich hab schon. Ich bin noch 8 Sekunden resistent, ich muss mich beeilen. Ich hab mich geheilt gerade. Das hab ich auch angesteckt, als ich auf dem Mount war. Selbst schuld, versuchst du auch den nie. Ich wollte nur kuscheln. Geht's bei euch weiter? Hier geht's auch weiter. Bei uns ist gleich der Explorer Note. Hier ist die Ruine auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es dann noch weitergeht, aber. Gehen wir erstmal dahin. Wie draufgeschossen? Jetzt schon. Hitbox. Ja, ich merke schon. Hier unten geht's auf jeden Fall. Vielleicht ist das hier ein Kreis. Das könnte sein. Ey, aus der Wand kommen ist unfair. Sonst sehe ich gerade keine weiteren Flattermänner. Ne, hier sind nur ein paar Spinnen. Die in die Lava stürzen. Gute Nacht. Hier gibt es einen Jump'n'Wall. Okay. Hier ist ein Explorer auf jeden Fall. Story. Sorry, sorry, Lore. Wisst ihr Bescheid? Seid ihr noch resistent? Ja, ne? Ja, 11 Sekunden. Ach, dann muss ich mich doch. Hier ist noch eine Explorer Note. Noch? Lol. Manta. Oh nein.
vorne sind wieder Flattermänner. Oh, jetzt habe ich Rico getroffen, glaube ich. 41 Schaden an ihm gemacht. Zum Glück habe ich einen Supersattel drauf, ey. Was ist hier? Noch ein ziemlich weiter lang. Ey! Weißt du, nur weil Peter das bei dir macht, heißt nicht, dass du es bei mir machen musst. Frechdachs. Geht's hier im Kreis wieder hoch, wo wir vorhin waren? Wahrscheinlich, ne? Weiter, ne? Oder wollt ihr am Kreis laufen? Können wir nicht, da können wir nicht hochspringen. Ja. Aber hier unten ging's weiter. Übrigens, Rico, willst du den Bauplan von der hellblauen Zwille haben? Nee, danke. Hier ist Artefakt. Toll. Gehen wir erstmal da, ne? Obwohl, wenn wir erst das Artefakt nehmen, können wir weiter erkunden, bis das nächste spawnt. Ich bin in Lava gefallen. Ich kann Diego da nicht rausholen. Ich weiß. Es geht nicht. Ja, ich weiß. Ja, Rico probiert. Er ist auch passiv, wir können nichts machen. Ich könnte nicht mal anschießen, damit er mich angreift oder so. Er würde dich eh nicht angreifen. Das ist jetzt nicht so gut. Mit dem Agentavis? Man kann Agentavis ja nicht. Kommt der meine Leiche an? Wir können hier nicht aufsteigen. Nein. Die in der Lava ist? Nein. Gut, da ist mein Agentavis drin. Ich bin dafür, wir gehen wieder in einen Tribe, dann könnten wir es nämlich retten. Peter. Mein Otto ist tot. Shit. Ja, Diego ist um. War übrigens Half-Life, ja. Noch einmal kurz reinticken.
Scheiß. Kommen wir nicht von hier? Doch, wir kommen von da hier, kommen oder? Wir. Hier links noch, oder? Hm. Ja, ich wollte eigentlich nicht entgegenkommen. Ja, ich bin gerade eben nochmal gestorben. Dass er hier reinkommt. Die Viecher schon wieder respawned oder was? Nee, ich bin da den kürzeren Weg gegangen. Da waren noch Araneos. Shit, ich glaube, mein Otter hat da auch noch das andere Artefakt drin. Ah, hier bist du. Oh. Ich kriege aber auch meine Panik bei sowas. Da vorne haben sie mich. Warte. Peter, hast du mal die Armbrust? Jo, Sekunde. Der Dilo sitzt in der Lava. Verdient. Beide tot. Auf Rechtsklick runterlassen. Mein Ding ist mitten in der Lava. Ich bin jetzt quasi genau drüber.